Manchmal trifft es uns auf dem Schlachtfeld. Wir werden von bösen Feinden getötet. Oder wir stecken in problematischen Ehen und verlieren vollends den Kopf. Gelegentlich laden uns argwöhnische Nachbarn ein, um zu erproben, ob wir untergehen oder schwimmen können. Und alle Jubeljahre werden einige von uns gefeuert. Und landen in der Welt der Geister. Du bist kein echter Geist. Geister können fliegen. Geister fliegen nicht. Doch, tun sie. Gib das her. Nein. Wenn sie dachten, es wäre schlimm, tot zu sein. Gut gemacht, mein Sohn. Als Geist bist du ein Naturtalent. Dann versuchen sie mal das. George, geh in dein Zimmer. Im Land der Lebenden. Bring mich sofort zurück, du ignoranter Schottischer. Au! Sei still. Ich suche etwas Schönes, das hierzu passt. Bonjour. Ah! 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 Und passende Ohrringe. Wenn sie heute... Wir hätten nie hierher kommen dürfen, die Geister und die Lebenden, das passt nicht zusammen. Nicht gegen die Geister ankommen. Was ist das hier? Ich glaube, hier gehen die Lebenden her, um sich von falschen Geistern erschrecken zu lassen. Das ist doch Blödsinn! Werden sie Freunde? Das Geheimnis der Geister von Craigieford. Sie das doch schon mal in die Küche. Reich unseren Gästen noch etwas Tee. Ich bin sofort wieder da. Was meinen Sie, wie läuft es? Ausgesprochen gut. Demnächst auf DVD und Blu-ray.